Hier ist sogar was Grünes. Aha, Gras. So, jetzt sollte eigentlich alles schön gut sein. Jetzt müssen wir da nur noch eine Straße nach Rom zu bauen. Dann werden wir hier schon mal das Haus bauen. Wir machen ja den Boden aus Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Okay, und wenn ihr nicht wollt, dass ich im Vulkan lebe, dann dürft ihr das gerne ja, eine Begründung haben, möchte ich gerne. Und ja, aber wir können überall alles bauen. Das Projekt wird extrem lange gehen und ja, also dieses Let's Play, es ist ja kein Projekt. Das Projekt ist ja von Vanilla. So. Ich hoffe nur nicht, dass der irgendwie ausbrechen kann und alles zerstört, aber ich denke nicht. Und hier haben wir noch zwei Löcher. Das ist nicht gut, wenn wir die nicht zumachen, wird es passieren, dass wir da reinfallen. So. Ja, wir müssen mehr Holz holen. Das reicht nicht aus. Das geht nicht. Wir brauchen hier eben das Holz. So. Kohle und was noch? Braten, nichts. Gibt nichts zum Braten. Also, lalala, eine Kiste. So, kann man mit dem Stein irgendwas machen? Steinslab. Okay, mehr kann ich jetzt nicht schauen. Schwarze Wolle. Da können wir noch ein Ding machen, ein Bett. So. Und dann haben wir Erde. Wir haben zwei Erde, können wir mal die zwei Grapefruit-Bäume anpflanzen. So, ein Bett machen. Gut. Haben wir das auch schon. Und jetzt pflanzen wir mal die zwei Bäume an. Sehr schön. Also, wir holen Holz. Wir sammeln Pflanzen und wir erkunden ein bisschen die Gegend. So, wie am besten soll ich da runterkommen? Ich könnte auf dieser Seite irgendwas eine Leiter runter machen, aber es bringt wahrscheinlich mehr, wenn wir irgendwie eine Hängebrücke oder so da drüber machen. Das ist auch nicht gerade gut. Aber dort drüber, wenn wir hier eine Hängebrücke rüber machen und dann dort irgendwo einen Gang nach unten machen, dann haben wir schon zwar ein bisschen einen Umweg, aber das ist nicht so schlimm. Also dann holen wir Holz. Werden wir mal so einen Baumstamm abholzen.
Das sind, tut nicht so gut regenerieren. Wir müssen unbedingt Bäume mit Obst und so suchen gehen. Also werden wir den Baum noch lassen. Gehen hier außerhalb herum. Hier haben wir zum Beispiel Kokosnüsse. Die kann man nämlich auch essen. Soweit ich weiß. Also im Real Life kann man die essen. Ach, lass es. Wir gehen weiter, wir gehen... Ja, da zum Bambus. Dort gibt es nur Palmen. Und der Vulkan sieht irgendwie cool aus. Wenn auch ein bisschen zu klein und rund. Aber schon gut. Jetzt werden wir mal ein paar Schriftrollen mitnehmen. So. Was haben wir denn hier? Arkan. Ah ja, stimmt. Genau. Zwei Eimer bitte mit Wasser füllen, damit wir einen unendlichen Brunnen oben haben. So. Was haben wir denn hier? Haben wir denn hier irgendwo etwas Schönes? Sand könnten wir abbauen. Für das Glas. Dort hinten ist ein Haus. Das ist ein Dorf. Sehr schön. Gehen wir gleich zum Dorf. So, ich baue ihm den Strand so ab, dass er nicht gerade grässlich ist oder so. Wir finden genug Sand. So. Dann gehen wir zum Dorf, schwimmen. Könnten ein Boot bauen. So. Machen wir zwei Boote für einen, wenn es kaputt geht. Und gehen rüber zum Dorf. Haha. Mal schauen, was das Dorf so alles hat. Und ob es feindlich ist. Aber ich denke nicht, dass es feindlich ist. Hallo Leute, seid ihr irgendwo? Ja, hier fischen sie sogar und backen herum. Und hier haben wir auch andere Früchte, das sind wahrscheinlich Orangen. So, sehr schön. Darf ich die abernten? Bitte. So, hier haben wir noch Güsal. Und wenn wir hier Gras haben, können wir direkt auch noch Ding mitnehmen, Körner. So, sehr schön. Ich glaube, Orangen sind sogar noch ein bisschen besser. Ja, Orangen. Sehr schön. Hey, super. Und das Dorf ist irgendwie lang und geradlinig. Lol, da ist sogar eine Rare dabei. Ein Rare Boss. Wieder überall. Mit denen kann man nicht reden.
Ah, hier können wir aber etwas kaufen, rau Fisch. Aber ich weiß nicht, was man dafür braucht. Ist sogar eine Kiste. Hier auch. Hat niemand irgendwas zum Bereden? Ja, ist halt nicht so viel da los. Ich dachte, da ist mehr los. Okay, lassen wir es. Gehen später wieder in dieses Dorf. Vielleicht brauchen wir, können wir irgendwas denen helfen. Es ist wirklich nichts los. Okay, dann beende ich die Aufnahmesession für heute und wir sehen uns dann in der folgenden Folge wieder. Bis denne. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Expansion Ultimate. Ja, wir sind hier in der Tropicraft-Welt und haben gerade im vorigen Part dieses Dörfchen erkundet und haben ja auf einem Vulkan ein Haus errichtet. Der müsste irgendwo da vorne sein, aber ja, war es natürlich wieder zu dumm, um alles zu generieren. Ja, aber es ist ein Anfängerprogramm, sage ich nur dazu. Ein Kollege von mir streitet sich immer wegen Java. Also er nervt sich über Java die ganze Zeit. Und ich kann es auch verstehen, weil ja, das Problem an Java ist halt einfach, es ist nicht für Minecraft gemacht. Minecraft müsste schon lange ohne Java laufen. Aber Mojang macht natürlich nichts. Und wenn jetzt noch Mods drin sind und so, da kommt sogar der beste PC ins Schwitzen. Mein Lüfter läuft auf Hochtouren, der schaltet sich immer automatisch ein, wenn er zu viel Leistung, also der PC zu stark wird, dann wird der Lüfter noch stärker zum Ausgleich. Und das ist Wahnsinn. Ich will aber so abst. So. So bekommen wir die Schwerter über. Andersherum nicht. Da muss man sie nochmal extra mit dem Schwert ankitten. Oder mit dem Speer, wie dort zu sehen. So, einfach mit einer Waffe draufschlagen, dann werden sie gespalten. So, und wir haben sogar ein Leuchtmod für die Fackel. Cool. Also super Modpack. Bis jetzt hat mich alles überzeugt. Ich will hier noch ein paar Setzlinge. Hier haben wir zum Beispiel Orangensetzlinge. So, kommt bitte runter. Ich brauche ein paar Palmensetzlinge. Eins haben wir schon mal. Ja, Orangen haben viel. Die nehmen wir jetzt mal hier hin. Die Kokosnuss legen wir am Boden. Schlagen drauf, dann haben wir auch Splitter. Und ja, Erde haben wir nicht. Können wir auch Sand benutzen. So, kommst du jetzt runter? Ich brauche noch einen Setzling, bitte. Und dass die Setzlinge oben am Wasser schwimmen und die Fische und so, das ist, glaube ich, auch neu, oder war das schon in Minecraft? Ich glaube, ja, die sind untergegangen, ja. Bin gar nicht so häufig am Wasser gewesen, dass mir das aufgefallen ist, also. Und es kommen keine Setzlinge mehr. Helfen wir doch ein bisschen aus. Es sollte ein Wettermod für dieses Tropico geben, also ein Submod. Alle Mods seht ihr unten in der Videobeschreibung. Und auch auf der Seite, die verlinkt ist. Und auf der Seite seht ihr noch die Updates, also ich bekomme es wahrscheinlich nicht so mit, wenn es Updates gibt. Also wenn ihr interessiert seid und schauen wollt, was es so für Updates gibt, dann dürft ihr gerne unten
auf den Link klicken zum Expansion Ultimate Ding, Seite, wo ihr es runterladen könnt. Und wieso leuchtet das Wasser immer? Komisch. Und da könnt ihr dann ja, eben die Patch-Logs anschauen. Triad wird zum Beispiel fast jedes Wochenende geupdatet. Hier weiß ich es nicht. Aber sind alles eigentlich Mods, also Modpacks, die ich Let's Playe, die aktuell gehalten werden. Ich hoffe, die wachsen. Ich lasse sie einfach mal dort. Und Korallen brauchen wir eigentlich nicht, die können wir schon mal sammeln, aber momentan nicht. Und hier hoch kommen wir gar nicht. Dort oben gibt es noch Blumen und der Baum ist nicht geupdatet oder ist er einfach gefällt. Wollen wir ein bisschen Marmor sammeln? Nein, nicht hier, hier ist es zu Ding. Das Marmor werden wir dann in der Hauptwelt sammeln. Wenn es überhaupt Marmor ist oder weiß oder Granit oder sonst irgendwas. Ja, es ist Marmor. Weil ich will diese Welt hier nicht unbedingt so kaputt machen. Ein Baum könnten wir noch pflücken, aber nicht so ein großer. Ich will nicht pflücken, sondern fällen. Hier ist auch noch... Ah, das ist... Aha. Da oben sind noch Orangen. Wollen wir noch schon nach oben? Ja, wir müssen eigentlich nach oben. Mal schauen, wie wir am besten hier hochkommen. Und ein kleiner Leck. Von Java produziert. Ja, wir kommen hier halt nicht richtig rüber. Wir müssten schon fast Palmenholz für eine Brücke machen und dann hier drüben hier das schwarze Zeugs werden wir wahrscheinlich wegmachen. Können wir die noch mitnehmen? Sieht besser aus, wenn hier nicht alles voll Schwarzes ist. Nur an diesem Berg. Und hier die vereinzelten sind auch nicht so schön aus. Ein paar lassen wir natürlich noch. So, wie kommen wir jetzt am besten hier hoch? Es ist natürlich sehr unausgiebig und hier haben wir eine Fackel. Ah, die ist noch von der Ruine, die hier war. Eine solche Ruine wie da drüben war hier. Ja, wie wollen wir das machen? Wir gehen hier hoch und werden hier, eine Ding nach oben machen. Und da es eben ein Wunsch-Let's Play ist, ihr dürft alle Sachen wünschen, was ihr gerne hättet. Und ich werde es umsetzen. Oder umsetzen probieren. Ich werde hier mal ein bisschen noch auf die Seite gehen. So. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Das ist es. Und dafür müssen wir jetzt hier viel graben. Ich weiß nicht, wie hoch es ist. Ich muss es schätzen. Wir können es nachher noch ein bisschen korrigieren.
So, hier haben wir schon mal Erde, das tönt gut. Ja, jetzt sind wir oben. Und einfach auf der Seite. Noch nicht ganz oben, aber das machen wir hier. So, sehr schön. Ich bin momentan sehr viel am Bauen. Deshalb bin ich momentan schon wieder ein bisschen geübter. Ich habe extrem lange nicht mehr so viel gebaut. Mal schauen, ob es schön aussieht. Ich hoffe es. Oh Gott. So, da wir hier sowieso eine Brücke rüber machen, baue ich jetzt hier die Hängebrücke rüber. Ich hoffe, das Holz reicht. Schwindelerregende Höhen. Aber wir können ja nicht runterfallen so. Schade, dass es keine tiefen Effekte gibt in Minecraft. Wäre aber cool. So. Machen wir noch ein paar Palmenholzbretter. So. Gut. Jetzt haben wir hier eine Hängebrücke, die ein bisschen komisch aussieht. Ah, platt. So, das Haus haben wir hier. Dann machen wir hier den Eingang. So, Fisch, die Palmensachen mitnehmen. So, das Bett machen wir jetzt hier hin. So. Hallo, manchmal geht der Ding nicht. Zum Wissen, die Tasten gehen irgendwie nicht. Ach komm schon, Eimer weg. Das will ich sowieso so machen. So. Und hier eine Palme, wenn es geht. Wenn es nicht zu nah am Ding ist, Vulkanrand. Komm schon. Hey, was ist los? Sand? Dann machen wir das lieber hier vorne, sonst gehen noch ein paar Setzlinge flöten, wenn wir den Baum fällen. So, können wir irgendwas... Ja, wir machen Holzkohle. Und essen jetzt mal was. Wahrscheinlich können wir da nicht irgendwas aus Früchten machen, weil das ist ja wenig was hier aufgefüllt wird pro Frucht. Da bräuchten wir ja mehr Stacks zu mitnehmen. So, haben wir dieses Holz noch, ja. Dann müssen wir schauen, dass wir das aus einem anderen Holz machen. Weil wir haben keins mehr.
sind die Wurzeln. Also holen wir dann noch ein paar. Mal schauen. Kommt Setzlinge, ich brauche Setzlinge, nicht nur Früchte. Ja, ein Setzling haben wir hier. So, aber eben Wetter habe ich noch nie gesehen, also es ist immer schön geblieben. Ein Setzling. Wenn wir immer ein Setzling von einem Baum bekommen, können wir nie mehr anpflanzen. Oh je. So, Grapefruit reinlegen. Steak. Ah, ja, Steak könnten wir noch. Ding. So. Unendlichen Brunnen machen. Aus Erde. So und so und dann ein Eimer wieder mitnehmen. Wir könnten den zweiten auch noch kurz mitnehmen. Ja, es ist immer noch gerade. So, ein Eimer reinlegen, ein Eimer hier hin. Chunk or Head können wir reinlegen. Das Boot legen wir hin. Dann werden wir noch ein bisschen Holz hier reinlagern. So, hier haben wir Holzkohle. Dann gehen wir mal unter Tage. Ist schon wieder der Baum gewachsen, aber den pflanzen wir nicht an. Oder wir sollten mal die Setzlinge holen. Wir werden zuerst die Setzlinge holen, die sind wichtiger. Und danach unter Tage gehen. Ich hoffe... Nein, die Setzlinge können wir auch hier irgendwo holen. Dann gehen wir hier irgendwo unter Tage. Da muss ich schauen. Wenn die Hängebrücke hier hinten runterkommt, dann können wir direkt, dort was runtergeht, auch die Mine machen. Ja, es gibt hier neue Erze in der Tropikraftwelt, die es in der anderen Welt nicht gibt. Und eventuell gibt es auch die Erze, die von den anderen Modpacks, Mods sind von Modpack. Also hier kommt der Berg runter, Ding runter. Dann machen wir doch hier irgendwo in den Sand hinein die Mine. Und hier haben wir schon ein Erz. Das ist eher so ein... eine Muschel oder so. Sieht aus wie eine Muschel. Ist jetzt nicht das wahre Material. Ungefähr so wie Eisen. Aber ist häufiger. So, und auf der Map sieht man sehr gut unser Haus. Und der große Baum. Und hier haben wir ein buntes Erz. Was ist denn das? Randomit. Aha. Können wir gleich mal anschauen. Hier haben wir auch noch Randomit. Randomit. Aha. Da kommen verschiedene Sachen raus. Random. Randomit. Okay. 10 Erz als Tinker's Construct. Okay. So, noch tiefer. Wie hoch sind wir jetzt hier? 51.
Okay, dann können wir noch ein bisschen graben. Auf Ebene 12 müssen wir. Also habe ich am liebsten. Manche sagen Ebene 11 wäre besser, aber es ist so ein grundlegendes Gesetz, dass man auf Ebene 12 am meisten findet. Und auf Ebene 13 mehr als auf Ebene 11, dann Ebene 12 zum Graben. Was sagt ihr eigentlich? Wo grabt ihr am meisten? Also eben, ich grabe eigentlich immer auf Ebene 12 und dann einmal auf Ebene 9, wenn ich schon überall gewesen bin. Und danach mal einmal auf Ebene 15. Und hier haben wir wieder irgendwas Neues. Chimerit. Aha, hier haben wir Eisen, sehr schön. So, und hier haben wir Ventium. Das habe ich in einem Modpack schon mal gesehen. Weiß ich nicht, ob es Triit war. Oder irgendwas anderes. Vielleicht war es auch Monster. Vielleicht waren es beide. Aber nur in einem habe ich es gefunden. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. So. Also ausgiebig ist diese Ding. 36. Hier haben wir Marble, also können wir hier unterirdisch auch Marble abbauen, nicht an der Oberfläche. Weil vielleicht brauchen wir das Marble oben irdisch noch Dekoration und so. So. Ich muss bald leider wieder aufhören und später die Aufnahme fortsetzen. Also gehen wir noch oben und holen dann das nächste Mal eine neue Spitzhacke. Ja, so. Keine mehr. Dann gehe ich nach oben und dann hören wir auf. Oder ich gehe nach oben ohne Aufnahme. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.